Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom guten Bäcker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K. Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Es ist unfassbar kalt im Münsterland. Doch es wird nicht der einzige Grund zum Zittern heute im Duell Preußen-Münster gegen SC Wiedenbrück an diesem 19. Spieltag der Regionalliga West. Denn ja, die letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams, immer eine ganz spannende Angelegenheit. Seit 2021 gab es 5 Partien an der Hammerstraße. Und die große Frage, macht er dieses Jahr den Aufstieg mit? Bisher sieht es gar nicht schlecht aus für Preußen-Münster, genauso wie da die Aktion von Teklab. Den Gegner, der dir eigentlich vom Papier her gnadenlos unterlegen sein müsste, sogar in Unterzahl spielt und du zwischendrin schon haushoch geführt hast, dann sich doch nochmal zusammenreißen. Das ist eine Stärke und das ist... Anzeigetafel nicht laufen kann. Und das jetzt mal ein schöner Pass und jetzt vielleicht die erste Riesenmöglichkeit, Wiedenbrück, aber nee. Da ganz schön für Ärger hätte sorgen können. Auf der anderen Seite, eben pro Münster, gab es von Teklab und Detas die Abschlüsse, da jetzt. Und jetzt mit der nächsten guten Möglichkeit vielleicht, Wehkamp sucht Wooten, findet Wooten. Und er trifft nur seinen Gegenspieler. Aber auch Wiedenbrück kann vor allem durch Konter immer wieder gefährlich werden mit Aboagie. Aboagie. Alter, wenn ich mich nicht ganz täusche, richtig ausgesprochen. Ich habe ihn mal gefragt. Können Sie immer schnell? Der Captain der Adlerträger. Lorenz. Ein bisschen lauter. Detas. Oh, der hieß nicht schlecht. Die Flanke. Nächste Riesenmöglichkeit, Preußen-Münster. Scherder. Wieder so ein starker Ball von Scherder. Also die Bälle hat er wirklich drauf und Wooten, der tanzt dadurch alle durch. So, erste Ecke, SC Wiedenbrück, Hendrik Lohmer. So, und da ist dann nicht das 1-0 für den SC Wiedenbrück. Wenn es mal ausbaufähig ist. Lorenz. Wehkamp und wieder Hölscher. Was macht der auch für eine starke Partie? Das gehört da auch mit dabei. Für Sascha Hildmann gibt es bis hierhin ja auch erstmal nicht viel zu ändern. Muss einfach nur hoffen, dass seine Jungs jetzt ein bisschen mehr den Torrichter finden. Andrew Wooten und wieder ist es. Und ich glaube, der eine oder andere Deutschliga kriegt zu Hause gerade einen Herzinfarkt. Sorry. So, und das ist jetzt dann die Erlösung für Preußen-Münster, Alex Hahn. Die sind hier angelaufen, angerannt. Und immer war der Hölscher im Weg. Und dann muss erst der Innenverteidiger nach vorne kommen, Alex Hahn. Hemberg. Super Pass auch vorher zu ihm da. Teklab. Remberg. Oh, ist das gut, was Münster sich da zusammenspielt. Sie müssen nur jetzt in der Mitte wen finden. Tun sie, Detas. Oh, Schulze Nihus. Man wird auch angegangen. Oh, Schulze Nihus da jetzt gefragt. Zahn!
Gut, was in dem Sinne gar nicht so schwer ist, weil bis auf die Haupttribüne sind alle Stehplätze. Aber die Haupttribüne erhebt sich jetzt auch noch. In dieser letzten Minuten Remberg. Hat Matscha sucht und findet Tobi Apfer. Aber der Ball findet nicht den Weg ins Tor. Was für eine wilde Sequenz. So, da ist jetzt ein Matscha. Den SC Wiedenbrück. Nochmal. Löscher ist auch noch mit vorne. Konter jetzt Preußen? Fragezeichen. Ja, ist die Antwort. Obi Apfer alleine auf dem Weg zum Tor. Scheibe Obi Apfer und das ist die Entscheidung. 2-0 Preußen Münster. Eben noch vorm freien Tor nicht getroffen und jetzt mit dem Schlusspfiff macht Scheibe Obi Apfer die Entscheidung. Hölscher mit nach vorne gegangen. Volles Risiko beim SC Wiedenbrück und das zahlt sich nicht aus. Am Ende ist es ein verdientes 2-0 für Preußen Münster und eben nicht eine erneute Partie, die nur mit einem Torunterschied ausgeht zwischen Wiedenbrück und Preußen Münster. Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom Gutenbecker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K.